Herr Beckers, wie arbeiten die ZTG und die DG Telemed zusammen? Also insbesondere führen ZTG und DG Telemed gemeinsame Kongresse durch, wie wir heute hier auch an diesem wunderbaren Beispiel des Nationalen Fachkongresses, der zum 8. Mal jetzt durchgeführt wird, zeigen können. Es gibt eine enge inhaltliche Abstimmung und gegenseitige Bereicherung. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Und wir schließen einfach auch unsere Ressourcen zusammen. Wir stimmen unsere Tagungsprogramme ab und verstärken so auch die Botschaft in Richtung Politik und Selbstverwaltung zum Beispiel. Zum Trendthema Nutzenbewertung bei der Telemedizin. Wie ist der aktuelle Stand ganz allgemein? Naja, der aktuelle Stand ist, wie wir das hier heute auch erleben konnten, dass doch Bewegung in die Diskussion hineingekommen ist. Aber de facto ist es so, dass die ganzen Regularien, die dafür verantwortlich sind, ob Telemedizin und welche in die Regelversorgung überhaupt kommen kann, dass diese Regularien sehr unbestimmt sind. Überall steht drin, wir müssen uns an wissenschaftliche Standards orientieren, wir müssen eine Nutzenbewertung durchführen. Das klingt und ist auch an sich erstmal sinnvoll, aber dadurch, dass es so unbestimmt ist und die Selbstverwaltung sich an ganz hohen Anforderungen orientiert, die aus der analogen Welt stammten, kommen wir einfach nicht vorwärts. Und das haben wir heute, glaube ich, hier auf diesem Kongress gezeigt, wie man das fachlich, inhaltlich aufbrechen kann. Bitte beschreiben Sie diesen Ansatz, den Sie hier gezeigt haben. Ja, der Ansatz basiert zunächst mal auf einer Kategorisierung, ja, Einteilung der telemedizinischen Anwendung. Man muss doch mal klarlegen, dass Telemedizin kein hochriskantes, neues medizinisches Konstrukt ist, was Leben gefährden kann, wenn man es ungeprüft einsetzt. Das ist ja nur ganz selten der Fall. Normalerweise ist die Telemedizin das, was Digitalisierung auch im Alltag ist. Es erleichtert uns das Leben, es bietet schnellere Informationen. Wir müssen nicht mehr von A nach B reisen, um den Doktor aufzusuchen. Und das sind Prozessverbesserungen, die man mit viel einfacheren, schnelleren und kostengünstigeren Verfahren bewerten kann, um dann auch auf einer soliden Grundlage entscheiden zu können, bezahlt eine Krankenkasse so etwas jetzt oder nicht.